Es ist soweit, das erste Testspiel des Jahres 2023 steht am Programm für unsere Mannschaft. Es geht los gegen SR Donaufeld, seine Mannschaft aus Wien, aus der Regionalliga Ost, die heute hier zu Gast sein wird für den ersten Test im Rahmen der Vorbereitung auf die frühe Saison. Am Samstag geht es ja dann schon ins Trainingslager in die Türkei, wo es ja weitere drei Testspiele gibt, die unsere Mannschaft absolvieren wird. Balic. Jetzt Balic. Setzt sich gut durch mit dem Abschluss. Na schau. Super Abschluss. Man muss nur was sagen. 11. Spielminute, 1:0 für Rapid. Ante Balic. Dann sehen wir es noch einmal. Er holt sich den Ball zurück und dann ist er nicht mehr aufzuhalten und lässt auch dem Torhüter von Donaufeld keine Chance. Ist zwar noch dran, Nick Giuliani, aber Ball ist im Tor, 1:0 für Rapid. Und vielleicht gleich die nächste Möglichkeit. 4 gegen 2. Burgstaller, Giuliani und Nachschuss ist im Tor. Oliver Strunz mit dem 2:0 und das war jetzt ein echter Doppelschlag. Hier sehen wir es jetzt auch nochmal. Burgstaller mit dem Ball zur Mitte, da ist Giuliani noch dran. Und dann Olli Strunz mit einem klassischen Abstaubertor. Depecic, Balic mit dabei auch. Aristot, wie ist das für einen jungen Spieler, wenn er dann so hochgezogen wird? Natürlich was Besonderes. Man will die Chance nutzen, man will sich zeigen und solche Spieler sind am besten für die ersten zwei, drei Schritte bei der Kampfmannschaft. Achtung, aufpassen jetzt. Dormann wieder weit draußen, aber jetzt macht es der Burgi sehr gekonnt. 33. Minute, 13:0 für Rapid. Wieder ein weiter Ausflug von Giuliani im Tor von Donaufeld. Diesmal aber kein glückliches Ende für ihn, sondern für unsere Mannschaft, weil es der Burgi dann auch mit sehr viel Routine macht. Jetzt sehen wir es nochmal. Balic war gesprintet, dann kommt er raus. Die Grätsche ist zwar gut, aber gegen die Laufrichtung sehr, sehr schön gemacht von Burgi. Ein Retro-Trikot. Genau so ist es. Grün-weißes Retro-Trikot. Ab sofort erhältlich in unseren Fanshops. Stadioncenter, hier gleich beim Stapelstadion, natürlich in Hütteldorf, in St. Pölten und auch online unter Rapidshop.at. Ein wirklich sehr, sehr lässiges Trikot, das in den 90er Jahren getragen wurde. Und jetzt also sehr schön gemacht von Balic. Und ein sehr schönes Tor. Guter Burgstaller, 39. Minute. Zweiter Treffer von ihm und du hast es schon richtig gesagt, super Assist von Niko Balic. 14:0 Pausenstand in diesem Testspiel. Jetzt Depecic. Und jetzt ist der Ball im Tor. Das Tor zählt. Ferdi Truif ist der Torschütze. Und dann notieren wir das. Minute 72. 5:0. Erstes Tor jetzt in der zweiten Halbzeit. Und wir schauen es uns jetzt gleich nochmal an. Hier super gemacht von Depecic, der Stangelpass. Und dann steht Ferdi Truif dort, wo ein Stürmer stehen muss. Und schon wieder ein Euro rein ins Phrasenschwein. Freitag, 20. Jänner geht es gegen FK Teplice. 15 Uhr österreichischer Zeit. Und am Dienstag, dem 24. einen Tag vor der Rückreise, jetzt super nachgesetzt. Ein wunderschönes Tor. Von Leon Schuster. Leon Schuster, ja. Jawohl. 76. Minute. Sehr schön gemacht. Hier sehen wir es nochmal. Gut durchgesetzt dann und dann ein sehr, sehr schöner Unglaublich Lupfer. Schön, ja. Und somit 6:0 am Ende. Der
Testspielsieg gegen den Regionalligisten, gegen SR Donaufeld.